Das NASA Jet Propulsion Laboratory, kurz JPL, ist bekannt für die Mars Exploration und Curiosity Rover, das Voyager-Programm und viele andere bahnbrechende Projekte. Hinter den wissenschaftlichen Leistungen stecken aber IT-Systeme, die erst durch Cloud-Dienste, Analytics, Big Data und Consumer-Produkte möglich wurden. JPLs Infrastruktur beinhaltet eine öffentliche, eine private und eine Hybrid-Cloud, die die Weltraummissionen unterstützen und bald alle von einem einzigen Rechenzentrum aus betrieben werden. Den JPL-Angestellten, die an den Missionen arbeiten, gibt die Cloud Flexibilität und die nötigen Speicherkapazitäten, ohne dass Arbeitsabläufe unterbrochen werden. Die Arbeit an Missionen wird sich für unsere Mitarbeiter durch die Hybrid-Cloud erheblich verändern. Rechen- und Speicherkapazitäten ganz nach Bedarf zuzuteilen, ermöglicht unseren Leuten eine völlig neue Art des Arbeitens. Während des Starts des Mars Curiosity Rovers 2011 nutzte JPL die Amazon Cloud, um Bilder und Videos per Livestream an 12 Millionen Menschen zu schicken, die das Ereignis beobachteten. Dabei haben wir viel gelernt. Wir wissen nun, wie wir unsere Computing-Ressourcen am besten einsetzen und je nach Bedarf erweitern. Wir verstehen jetzt, wie wir Inhalte weltweit zur Verfügung stellen. Das können wir bei den nächsten Missionen zu unserem Vorteil nutzen, egal ob es sich dabei um den Mars, den Saturn oder irgendeinen anderen Planeten handelt. Anfang des kommenden Jahres wird der Soil Moisture Active Passive Satellite, kurz SMAP, gestartet. Er überwacht Wasser und Energie und soll dabei helfen, Fluten und Dürreperioden vorauszusagen. SMAP wird eine spezielle Analytics-Cloud nutzen. Sie soll es Mitarbeitern ermöglichen, spezielle Datenpunkte zu analysieren, ohne die Mission zu unterbrechen. Sie haben Zugang zu 3 Milliarden Datenpunkten, die Sie überprüfen und manipulieren können. Sobald der Satellit im Orbit fliegt, können Sie vergleichen, wie sich Daten im Vergleich zum vorherigen Stand auf der Erde unterscheiden. Das ist nur möglich, weil wir Zugang zur Cloud haben. Die IT-Abteilung des JPL geht in Sachen Flexibilität für die Angestellten auch neue Wege. Das Konzept Brain 2.0 beispielsweise soll es Angestellten ermöglichen, Freiräume für kreative Kopfarbeit zu schaffen. Bei JPL arbeiten erstklassige Leute. Derzeit erhalten sie etwa 400 Mails pro Tag. Alle 5 Sekunden werden sie abgelenkt durch Alarmtöne, Kalendererinnerungen und Ähnliches. So fehlt ihnen letztlich Zeit, sich auf etwas zu konzentrieren und Probleme und Ideen intensiv durchzudenken. Ich kann das zum Beispiel am besten vor dem Christbaum am Weihnachtstag, wenn noch alle im Bett sind. Dann kommen mir die besten Ideen, bei anderen ist das zum Beispiel am Strand. Die Frage ist, ob wir diesen Zustand mit dem Oculus Rift Headset simulieren und es Leuten ermöglichen können, einfach nur zu denken. Und was, wenn sie wissen, was zu tun ist? Wie kommunizieren sie ihre neuen Ideen? Nun, sie sprechen ihre Überlegungen einfach aus und Siri oder Google Glass nehmen es auf. Der Fokus liegt jedoch auf der Person. Wir glauben, dass dieses Konzept unsere Arbeitswelt verändern wird. JPL verfügt außerdem über eine Art technischen Streichelzoo. Hier können Mitarbeiter neue Consumer-Produkte ausprobieren, wie zum Beispiel Google Glass, 3D-Drucker oder Oculus Rift Headsets. Zudem gibt es einen kollaborativen Arbeitsplatz namens The Hub, der über moderne Sofas und Stühle, Gruppenarbeitsplätze, ein Infodesk und diverse moderne Technologien zum Ausprobieren verfügt. Die JPL-Mitarbeiter können jederzeit dorthin gehen, um Abstand vom eigenen Arbeitsplatz zu gewinnen, Inspiration zu bekommen oder sich privat mit Kollegen zu treffen. Wir sehen das als Gewinn für JPL. Die Mitarbeiter sitzen nicht in ihren Büros fest. Sie können raus und dort arbeiten, wo Arbeit anfällt, statt dort bleiben zu müssen, wo sich die IT befindet.